Servus. Sie können jederzeit auf Urlaub fahren, einfach so spontan einen neuen Fernseher kaufen oder Unsummen in Schuhe investieren. Singles leben den finanziellen Traum der Unabhängigkeit. Doch Vorsicht, der Schein trügt. Zu zweit ist das Leben einfach viel billiger, behaupten einige meiner Gäste heute Nachmittag. Sie sagen, Single sein ist teuer und ungesund. Und das weiß auch mein erster Gast, der Maximilian. Seitdem er geschieden ist, merkt er, wie teuer das Leben ist. Hier ist der Maximilian. Hallo. Hallo. Maximilian, seit wann bist du geschieden? Seit Juni, ganz frisch. Okay, ganz frisch. Jetzt merkst du, dass sich etwas verändert hat? Also ja. Die Wohnung ist größer. Ja, die Wohnung ist größer. Niemand Hallo. Steht dir im Weg. Ja. Du kannst vielleicht mal länger schlafen, niemand stört. Aber du merkst auch, es gibt viele Nachteile, vor allem finanzieller Natur. Sowieso. Ja, eine Wohnung muss erhalten werden. Und wenn man geschieden ist und so wie ich zwei Kinder hat, dann sind natürlich die Kosten, die man dafür zu tragen hat, nicht gerade wenig und Unterhalt möglicherweise noch für die Ex-Frau zu zahlen. Was ich alles sehr gerne tue, möchte ich gleich sagen. Ja, also ich stehe dafür gerade und stehe dafür ein. Es ist relativ hart momentan. Also es ist eine neue Situation für mich. Ich muss sparen, wo ich sonst einfach so in den Tag hineingelebt habe. Mir gedacht habe, okay, das geht sich vielleicht noch aus. Das wo musst du sparen? Im alltäglichen Leben? Naja, schon. Man überlegt sich dann ganz einfach, brauche ich das jetzt unbedingt? Ja, brauche ich die zweite Hose, das dritte Paar Schuhe oder so? Ja? Mhm. Muss ich jetzt die und die Markenprodukte kaufen oder geht es auch mit anderen Lebensmitteln? Ja? Also ich meine, das sind halt dann die Sachen, die man sonst ganz für selbstverständlich gefunden hat, dass man halt Großeinkauf für die Familie, da packst ein, was dir gefällt und jetzt denkst du, na doch. Der teure französische Käse muss es nicht sein. Muss es nicht sein, ganz genau. Okay. So diese Dinge, ja. Aber wie gesagt, es schadet mir nicht. Wieso seid ihr geschieden? Wieso seid ihr geschieden? Ja. Es ist erstens einmal privat und zweitens ist es so, dass ich mich nach dem siebten verflixten Jahr einfach dafür entschieden habe, dass es so in der Form für mich nicht weitergehen kann. Und auch irgendwie den anderen zuliebe. Ja? Also wenn dauernd Spannungen sind und die Kinder das miterleben müssen, dann so will ich das nicht. Aber hast du dir nicht wirklich überlegt, wie das ist mit dem Geld? Nein. Sondern da bist du deinen Gefühlen. Nein. Ich habe mir auch nicht überlegt, wie es ist bei dir in der Show. Ich bin schön jemand, der, ist es hier. Ich bin offen für alles. Naja, jetzt noch neu und frisch. Ja, genau. Genau, mal was anderes. Ne? Ja, genau. Aber nein. Worauf ich hinaus wollte, ja, ist, Maximilian, man denkt nicht vorher unbedingt an das danach. Also geht man, wenn man über eine Trennung nachdenkt, Scheidung, dann sind die Gefühle im Vordergrund. Und das ist keine unbedingt die Kopfsache mit, ich kann mir das Leben dann vielleicht nicht ganz ja, so. Es ist, natürlich gibt es da warnende Stimmen aus Familien- und Bekanntenkreis. Ja, sowieso. Was haben die gesagt? Ja, musst du aufpassen und da und überlegt er das gut. Und, weil Single sein teurer ist? Naja, sicher. Auch das, klarerweise, aber eben auch, weil sie wissen, dass ich Vater zweier Kinder bin und so. Ja. Ja. Aber wie alt sind die Kinder? 6 und 5. Ja, das, du wirst nur lang zahlen, ne? Ja, aber das ist auch in Ordnung so. Ja. Ja, ich gehe gern arbeiten. Ja, aber da musst du dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt dein Finanzbetreuer wäre, müsstest du vielleicht, aber ich bin da ganz schlecht, über eine kleinere Wohnung nachdenken. Kommt nicht in Frage. Okay, gut, dann lieber hungern. Ja, ganz genau. Okay. Ja. Sag, was machst du beruflich? Ich bin an der Wiener Staatsoper tätig als Inspizient.
Was machst du da? Ich bin der Mittelsmann zwischen dem künstlerischen und dem technischen Personal. Also wir sind mehr oder weniger die Co-Piloten einer Vorstellung. Also der Pilot ist der Dirigent, der gibt das Tempo vor, ja. Der sitzt im Cockpit mit uns, also zwar über Kamera nur verbunden, aber wir klinken uns da ein und rufen das Publikum in den Saal, sagen die Lichtnummern an, rufen die Sänger zur Bühne und betreuen sie dann auch vor dem Auftritt direkt vor Ort. Das heißt, du kennst die ganzen Stars dort. Selbstverständlich, ja, ja, ja. Und du bist auch sicher natürlich Opern affin. Das heißt, du wirst auch. Ja, allerdings bin ich da hineingewachsen. Ja, ja, aber das also sind vor halt 20 Jahren, wie ich in die Oper gekommen bin, da war ich ein junger Hupfer und habe mir gedacht, puh, aha, interessant, mhm. Oper. Mhm. Und man hat da am Anfang ganz andere Vorlieben und Oper ist ein ganz ein tolles, ja, eine Sache, mit der man ein mitwächst. Tolles Genre. Ja, ein und tolles vor allem, Genre. Es geht immer um große Dramen und viel Dramen. Liebe. Liebe und Leidenschaft. Ah. Ja, genau. Aber am Ende geht es meistens schlecht aus. Also eigentlich nicht immer. Unbedingt, nicht zwingend. Uh-huh. Es gibt sehr viel lustige Opern auch, ja. Und mit Happy End und so, ja. Auch ja. Manchmal, dass man sich fragt, okay, wie geht das jetzt, dass es so gut ausgeht, so plötzlich, aber es ist halt so. Das heißt, Theater. Du glaubst noch an die romantische, große Liebe? Auf jeden Fall. Weißt du, weil du ständig umgeben bist davon auch, nicht? Dann sowieso, will man das mit etwas auch geringerem als großer romantischer Liebe möchte ich mich auch nicht zufrieden geben. Weil das Single-Leben nicht nur teuer ist, sondern auch ungesund. Also alleine leben ist nicht so schön. Also wird dir jetzt, merkst du jetzt, die Wohnung na, ist doch ist sehr groß und es wäre schöner, wenn da wer wäre? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist schon so, dass man sagt, das ist mit lachendem und weinendem Auge, ja, man war es bis jetzt gewohnt, dass wer da ist und so, ja. Aber ich bin jemand, der sich sehr gut mit sich allein beschäftigen kann, mir fällt immer was ein, ja. Also mir wird nicht fad, ja. Mhm. Ich habe was zu tun. Ich studiere neben dem Beruf. Ich habe genug Sachen, denn? Die mich Theater, Film und Medienwissenschaft. Okay. Ja, und schreibe gerade an meinem Master. Ne? Ja, das kostet. Ja, Materialkosten. Mhm. Ja, genau. Muss man viel. Und wenn du möglicherweise bald eine tolle Frau kennenlernst, wärst du dann der Gentleman, der sie einlädt zum Essen, der zahlt? Oder bist du so der moderne Mann, der teilt, 50-50? Also, da muss ich sagen, vielleicht beim ersten Treffen, ja, also dass man sagt, okay, man zeigt sich, aber ich würde ja gleich reinen Wein einschenken und sagen, du pass auf, Baby, so schaut's aus. Ich bin geschieden, habe die und die Kosten zu tragen und meine Kinder haben das Vorrecht, ja. Also, oder du suchst eine reiche Frau. Oder ich suche meine reiche Frau, ja. Und damit hättest du auch kein Problem. Barbara, wie schaut's aus? Schlecht. Schlecht. Damit hättest du auch kein Problem, wenn sie mehr Geld. Wenn sie mehr Geld verdienen würde, ja, wenn sie mich dann nicht um ein Dumm kommandiert und mich zum Knecht macht, gerne. Mhm. Nee, du, ich meine, also alles kann man nicht haben, ne? Doch. Also, berichte mir dann. Ja, na klar. Aber vielleicht kann dir mein nächster Gast helfen. Ja. Gell? Weil die Anni, die weiß, dass vor allem alleinstehende Frauen es zu spüren bekommen, wenn sie Single sind. Also die merken, dass da das Geld und die zweite Hälfte fehlt. Hier ist die Anni. Hallo. Alleinstehenden Frauen kommt das Leben teuer zu stehen. Ja, kann ich nur bestätigen. Wie war das bei dir? Ja, ich bin auch eine Zeit lang alleinig gewesen und in der Zeit, muss ich sagen, bin eine Verkäuferin und verdient man nicht so überragend viel, dass man da große Sprünge machen könnte. Und braucht nur Geräteige, was weiß ich, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Fernseher, was man halt normalerweise hat. Auto, Reparaturen kosten viel Geld, ein neues Auto kannst du nicht leisten, ich zumindest nicht. Und ist immer was kaputt, etc. Und warst du davor verheiratet, bevor du da alleine warst?
Ich war mal verheiratet, das liegt aber schon länger zurück und zwischenzeitlich war ich halt immer wieder in langen Beziehungen und ja. Und aber wenn man Single ist, wie gesagt, alleinig ist schon eine Wurstlerei. Vor allem das Kochen, Maximilian, auch, ne? Verkauft, jetzt ist man ja schon auf die Singles eingestellt in den Supermärkten. Ne? Jetzt geht es so, dass du etwas kaufst für eine Person. Aber früher war das eher so auf die Familien. Ja. Man, vor gut 15 oder mehr Jahren. Na gut, ich habe immer gekocht, also für die Familie immer kochen, backen, alles alleinig gemacht, das ist klar. Und mein damaliger Mann war auch nicht so, dass man gesagt hat, ich wäre gerne mal ausgegangen, aber ich sage halt einmal, mein damaliger Mann war nicht so. Der hat gesagt, na, Kaffee können wir daheim auch trinken und ja, war halt so. Ja. Und ist da so. Kann man auch daheim trinken. Ja, aber ich war gerne mal in ein Kaffeehaus gegangen, aber das, nein, einen Kaffee können wir zu Hause auch backen, habe ich immer, also das war normal. Und wie gesagt, also wenn ich auf die Gesundheit kommen darf, das ist eigentlich auch, wenn man sich eine Partnerschaft wünscht, dann fühlt man sich nicht wohl allein. Ne? Und jetzt, wenn du arbeiten bist, ist es nicht so tragisch, da bist du beschäftigt. Aber dann allein zu Hause. Aber dann die Freizeit und zu Hause alleine sitzt am Abend und niemanden haben, mit dem du quatschen kannst. Quatschen tue ich gern, ja. Und ja, dann fällt dir es halt einfach. Ne? Und auch, wenn es dir mal schlecht geht, wenn du mal krank bist oder so, ja. Du musst allein, wenn du Grippe hast, mit 40 Fieber liegst, du musst aufstehen, musst du deinen Tee selber machen oder was zum Essen holen, da hilft dir dann keiner. Ne? Also das ist auch belastend und dann kann das auch in einer Depression auswirken sein, ne? Das ist auch klar. Das kann weit gehen, ne? Das willst du auch wissen, weil man fühlt sich nicht immer wohl, wenn man alleinig ist. Ne? Sicher kann man sich allein beschäftigen, das ist keine Frage. Aber es ist, ich meine, bei Maximilian ist das noch relativ frisch. Ja. Wie lange warst du dann Single, also die längste Zeit? Also die letzte Zeit waren dann circa eineinhalb Jahre, wo ich dann... Das ist aber auch nicht so wahnsinnig lang. Es erschien dir aber wie 10 Jahre. Ja, weil ich eigentlich kein Mensch bin, der gerne alleinig ist. Ne? Also ich bin schon gerne ein Partner um mich. Und das ist in der Zeit, war es dann auch wieder mal mein Auto kaputt. Ne? Und ich denke mir, okay... Neues Auto kannst du nicht leisten, wo kriegst du ein neues, altes Auto her? Ne? Okay, dann habe ich mir halt eine Zeitung gekauft und habe die Annoncen durchgeblättert und wie es der Teufel haben will, schaue ich da so halt durch. Auto habe ich keins gefunden, gell? Aber da sind Annoncen gewesen von Partnerschaftssuchen. Ja, das war ganz interessant. Ne? Da habe ich gedacht, aha, siehst du, das könnte das da machen. Habe Annoncen reingestellt. Und habe dann auch einige Herren getroffen. Da gibt es dann diese Blind-Dates in Lokale, wo man sich das erste Mal sieht. Kannst du da hageln, ja, das war nette Sorge. Wieso? War nichts Gescheites dabei? Nein, bitte. Also ich habe halt das Glück nicht gehabt, aber hat aber gedauert. Dann habe ich auch Annoncen gelesen, die war lustig. Da habe ich gedacht, schau her. Weil normal hast du Annoncen, da steht drinnen, was weiß ich, heiße so und so, bin so und so alt, bin so und so schwer, so und so groß. Also immer die 0815 Annoncen. Und plötzlich steht da eine Annonce, wenn ich das beschreiben darf, was da gestanden ist. Wenn du aussiehst wie Claudia Schiffer und mich verwöhnst wie Dolly Buster, kann das nur ein Traum sein. Und dann halt noch... wie alt und so weiter, ja, und ich denke mir, oho, entweder der Mann hat einen Witz und Fantasie oder den hat der Blitz gestraft und der tickt nicht mehr ganz richtig, gell. Aber, ja, dann habe ich halt mit denen einmal angeschrieben, hat dann lang gedauert, bis sie da was gekriegt hat und man denkt, okay, das kannst du da hageln, der riecht sich nicht, war nichts. Der hat vom Blitz getroffen. Hat lang gedauert, plötzlich Leute's Telefon, damals noch kein Handy, da hat es noch Festnetz, war da noch, gell. Und dann denke ich mir, hallo, ja, rede mit denen, okay, macht mir blind Date aus. Und beim ersten Treffen denke ich mir, das schau, der Erste, der Blumenstreißerl mit hat. Also normalerweise denkt der Mann ja gar nicht so weit, dass man vielleicht ein Blärmerl mitnimmt oder ein Bonbonnier oder irgend sowas, dass man einen guten Eindruck, denke ich mir, der Erste, der ein bisschen mitdenkt und ein Blumenstreißerl in der Hand hat. Ja, super. Auch traurig. Ja, im Nachhinein war es eh traurig, weil das war nicht seine Idee. Ne? Er hat eine gute Freundin gehabt, die Blumenhandlung gehabt haben, also noch immer haben und so. Ja. Und die hat gesagt, bist wahnsinnig, du kannst doch nicht ohne Blumen hinkommen zu einer Frau. Ne? Ja, habe ich aber erst viel später erfahren. Also das war einfach auf Deutsch gesagt. Ja. Ne? Aber der Mann selber war ganz lieb. Am Anfang haben wir gedacht, nein, ich glaube, ein zweites Treffen gibt es nicht, weil in den Lokal, wo wir sie dann hingesetzt haben und was getrunken haben und ein bisschen plaudert haben, hat er mir auf einmal hingelegt, Brieftaschen aufgemacht. Und das war wie in der Werbung, Barbara, wirklich. Da gibt es eine Werbung, die spielt es zwar schon lange nicht mehr, aber damals hat es die gegeben. Da legt einer hin,
das ist mein Haus, das ist mein Boot. Und genauso hat es er gemacht. Legt man hin, das ist mein erstes Kind, das ist mein zweites Kind. Ist kein Spaß. Dann, das ist mein Boot, das ist meine Fischerhütte. Hat er wirklich gehabt, ja? Mhm. Denke ich mir, okay, Tochterblitz gestraft. Ja. Nein, aber es hat sich dann rausgestellt. Ja. Hat sich dann rausgestellt im Laufe des Gesprächs, denke ich mir, gar nicht so zwider. Mhm. Ein Polizist, auch nicht so schlecht, kannst dich sicher fühlen. Ne? Ja, und wir haben uns dann halt immer wieder getroffen und es hat sich halt dann so ergeben, jetzt sind wir 15 Jahre verheiratet. Ne? Schau! Ja. Jetzt geht's mir wieder gut. Ich wollte gerade sagen, das heißt, ihr habt schon eine Zeit getestet und dann habt ihr geheiratet. Ja. Wie lange also wir haben, ein Jahr haben wir uns gekannt, bis wir geheiratet haben. Gut. Also so gleich nicht. Das. Aha, aha. Holen wir ihn dazu und schauen, wer hinter der verwunderlichen Anzeige steckte. Hier ist der Hannes. Hallo. Hannes, schön, dass du mitgekommen bist. Also ich habe ja da Sachen gehört, die habe ich gar nicht gewusst. Na schau. Ich habe gehört, sie heiratet mich, weil sie mich liebt. Dabei heiratet sie mich, dass sie einen Tee kriegt, wenn sie eine Grippe hat. Das gehört dazu, gell? Schon, gell? Ich mag sie auch, ne? Ja, aber sie liebt mich, ich weiß. Ja, und du sie auch, nicht? Das ist ja das Schöne. Natürlich, sonst hätte ich das nicht gehört, sonst wären wir nicht 15 Jahre verheiratet. Zusammen, ja. Und ich würde sie ansonsten nicht sofort wieder heiraten. Schau. Aber oft ist es so, dass es erst das zweite Mal oder das dritte Mal... Aber weißt du, was auch noch war, Barbara? Die Annonce ist ja gar nicht von ihm gewesen. Das wollte ich gerade fragen. Ich wollte dich gerade fragen, wie lange du denn Single warst damals? Da hole ich ein klein bisschen aus. Ich habe 1976 das erste Mal geheiratet. Mhm. Habe die Frau dann 1992 wegen einer anderen verlassen, weil ich glaubt habe, mir geht es dann besser. Mhm. Aber 1998 hat mir dann die Realität eingeholt und diese Frau hat mich wegen einer anderen verlassen. Ja, ihr lacht. Aber innerhalb von einer halben Stunde war für mich nur mehr ein Scherbenhaufen meines Lebens hier. Mhm. Es war ein Rohbau mit vollem Kredit. Das Konto war überzogen. Die Profi, die das Haus gebaut haben, sind mit den Rechnungen gekommen. Und ich habe in meinem Brieftaschel nicht einmal das Geld gehabt, dass ich mir Wurst kaufen hätte können. Und habe mir bei einem befreundeten Ehepaar dann ein Geld geborgt, dass ich die nächsten Wochen, bis wieder halbwegs gegangen ist, über die Runden gekommen bin. Psychisch bin ich abgesagt bis zum Gehtnimmermehr. Ich habe in einem Monat 20 Kilo abgenommen, bis ich zusammengebrochen bin. Die Gattin von meinem Arzt, der mit mir befreundet ist, hat mich dann mühsam aufgepäppelt. Ja, und ich, der lustige Kerl, war auf einmal ein Jahr Single alleine und hat keine Interesse mehr an einer Frau gehabt. Bis Anni kam. Nein. Das hat sich dann eigentlich in der Arbeit so ausgewirkt, dass ich, der Lustikus, der bei jedem Blödsinn in der ersten Reihe gestanden ist, gesagt habe, lasst es mir in Ruhe, ich will nicht mehr, ich gehe nicht mit, macht es, was wollt, aber macht es ohne mich. Mhm. Ja, irgendwann haben meine Kollegen dann genug gehabt von mir und haben beschlossen, ich muss wieder lachen lernen und haben einen Text für Inserat getüffelt. Mhm. Und dann kam ein Techniker, der meinen Kollegen über die Schulter sah und gefragt hat, was da machen und hat dann gesagt, die müssen ja ausschauen wie die Claudia Schiffer und ihrem Verwöhnen wie die tolle Pasta und nicht einmal die war gut genug für ihr. Und das war der Text. Genau. Das war der Text. Jetzt ganz kurz noch. Und du wusstest es aber nicht? Doch, ich wusste es. Ich habe es gewusst, dass sie diesen Salat aufgeben, aber ich habe gesagt, das seid so bescheuert. Also ich glaube, du hast das gar nicht gewusst. Wer in so einer Zeitung einen Salat aufgibt oder wer über so eine Zeitung wen findet, die müssen... Und auf die Anzeige antwortet, ja, richtig. Die muss ein bisschen deppert sein. Die müssen bescheuert sein. Da kannst du keinen normalen Menschen finden, das gibt es ja gar nicht. Ne? Gut, die erste Erscheinung in dieser Zeitschrift und es kamen drei Briefe von meinen Kollegen abgeholt von der Post und mir vorgelesen. War ja eher eine Idee und eher ein Dings. Mhm. Brief Nummer 1 kam von einem Single Club, der gemeint hat, wenn ich diesen Single Club besuche, werde ich die passende Frau finden. Mhm.
Okay. Könnten wir drüber reden. Ja. Aber kein Interesse. Brief Nummer 2 kam von einer Partnervermittlung, die gesagt haben, wenn ich bei einer Mitglied wäre, sie haben schon die passende Frau für mich und die Sache ist gereint. Ja, und der lustigste Brief war der 3. Der kam nämlich von einer Blondine, schlank, die geschrieben hat, sie ist die passende Partnerin für mich und hat eigentlich gleich ein kleines Unterhosel mitgeschickt, ob wir uns riechen können. No. No, bitte sehr. Schmackig. Also die Briefe wurden geschreddert. Okay. Das Hosel ist verschwunden. Das, ja, wollte ich sagen, das Hosel ist in der Arbeit verschwunden. Das ist irgendwie verschwunden, das war einmal weg. Und das war's. Mhm, und dann haben sie das Inserat noch ein zweites Mal geschaltet und es hat sich nichts getan. Wobei bestätigt war, auf so ein Inserat schreibt er nur Depperte. Ja. Das kann nicht normal sein. War aber nicht so. Ein Monat später gehe ich aufs Postamt und kriege durch Zufall einen Brief, der in einen falschen Postfach abgelegt war. Und das war ihr. Jetzt haben wir gedacht, gut, nach einem Monat brauchst du gar nicht mehr zurückschreiben. Die hat schon lange einen anderen oder die glaubt, ich habe eh kein Interesse. Mhm. Ja, Gott sei Dank habe ich es dann angerufen. Ja, und dass wir jetzt schon 15 Jahre verheiratet sind, hat die eine eh schon gesagt. Warst du als Single damals auch überfordert mit dem Alltag? Man, unabhängig von den finanziellen Sorgen, sondern auch so mit Wäsche waschen, kochen. Vollkommen, Barbara. Ich war 22 Jahre in einer festen Beziehung und um diese Sachen musste ich mich überhaupt nicht kümmern. Die waren für mich normal. Mhm. Und plötzlich ist keiner da, der kocht, der wascht, der putzt. Ja, ich habe mich hin und vor nicht mehr ausgesehen. Und dann kam ich noch dazu, dass ich finanziell am Ende war. Also ich hätte mir nicht einmal wem leisten können, der mir das macht, wenn ich nicht wirklich sehr gute Freunde damals gehabt hätte, die mir geholfen haben, mich da über die Runden gebracht haben. Also du stürzt in ein Loch, das ist unvorstellbar. Du wirst depressiv. Mhm. In Wirklichkeit ist es auch ungesund. Ja, freilich. Ja. Ich habe 20 Kilo abgenommen. Ja. Ich bin am Abend im Bett gelegen mit 3 Unterhosen, mit 2 Zudecken und ich habe mich so gescheuert. Weil man unglücklich ist einfach. Nicht? Ich man war ist erledigt. Wie erklärt euch das, dass es 1 Million, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber circa Singles in Österreich gibt und dass immer mehr, auch gar nicht mal nur die Jungen, auch die Älteren sagen, also ich bleibe allein nicht, das tue ich mir nicht an. Ja. Kann ich dir beantworten. Sag. Also in meinem Leben bin ich draufgekommen, dass es 2 verschiedene Arten von Singles gibt. Die, die gerne und freiwillig Single sind, entweder weil sie in Hotel Mama wohnen oder von den Eltern unterstützt werden, keine Verantwortung übernehmen wollen und das Leben alleine genießen. Also sie flattern von Blüte zu Blüte, nehmen den Nektar raus und alles andere geht ihnen nichts an. Und die zweite Gruppe ist die, die ich selbst erlebt habe. Du wirst innerhalb von einer ganz kurzen Zeit in ein tiefes Loch gestoßen. Und dann hast du natürlich massive Probleme mit Single sein. Ja, wobei seine Arbeitskollegen einmal durchgerechnet haben, was ein Single, wie ein Single lebt und was ein Single kostet, eine Putzfrau etc. Und vielleicht einmal zwischendurch ein Besuch in einem diesbezüglichen Haus, ne, wenn es notwendig ist. Und was kostet eine Frau, wenn ich mir eine Frau nehme? Ne? Und da haben sie halt so durchgerechnet, das weißt aber du besser, dass es eigentlich billiger wäre, als Single-Mann zu leben für einen Mann. Ja? Aha. Also die Putzfrau zu zahlen alles, braucht, und ins Bordell zu gehen, ist billiger als... Richtig. Entschieden haben sie ausgerechnet, seine Kollegen. Als eine Frau zu heiraten, die nicht arbeiten geht, die ein Auto braucht, ein Handy braucht, ein Friseur Urlaub, braucht, den Lebensstandard einer Frau wird finanzieren. Urlaub fahren will. Maximilian hört gut zu. Ich höre gut zu, ja. Aber es Erinnerungen muss tauchen es auf. Muss einen halt glücklich auch machen, ne? Also ja, es ist so entschieden billiger und ich habe das eigentlich nicht geglaubt und habe das dann im Geheimen nachgerechnet. Das stimmt wirklich. Ja. Also wenn die Frau, also wenn die Frau zu Hause sitzt, nicht arbeitet, ist es angenehmer, man ist gleich alleine. Ja, ja, also wenn man nur als Erhalter und Unterstützer auftreten muss, dann ja. Wir werden auf alle Fälle gleich erfahren, warum es definitiv billiger ist, wenn man Single ist, weil man sich eines erspart und vor allem, wenn man so ein Charakter ist, wenn man es strikt ablehnt, eine Frau einzuladen. Bis gleich. Musik.
sein ist teuer und ungesund. Das ist mein Thema heute Nachmittag. Wir wollen der Frage nachgehen, was besser ist und vor allem, wo man billiger davonkommt, wenn man in einer Partnerschaft ist oder eben nicht. Und wenn Sie zum Beispiel Single sind und gerne wen kennenlernen möchten, muss ja nicht gleich die große Liebe werden, ich meine, schön wäre schon, dann kommen Sie doch zu mir. Hier im Studio haben sich schon viele Menschen kennengelernt. Sogar Ehen wurden schon hier, wie sagt man? Geschlossen. Geschlossen. Geschlossen, ja genau, Thomas. Siehst du, der geschlossen, er sagt mir schon ein, der Thomas, der ja auch etwas zum Thema zu sagen hat. Du bist im Moment Single. Wie geht's dir? Ist das Leben teurer als Single? Teurer, aber es geht mir trotzdem gut. Seit wann bist du Single? 2 Jahre circa. Okay. Und was ist teurer? Also was, wo kostet es mehr? Gehört euch schon mit den Lebenserhaltungskosten zum Beispiel. Also wenn ich jetzt eine Mietwohnung habe und die kosten jetzt Hausnummer 500 Euro und es sind 2 Verdiener da, teilt Mama's man sich. Kann man teilen, genau. Mhm. Und wo wohnst du bei der Mama? Nicht wirklich, nein. Ich meine, ich fahre hin und wieder zum Wochenende hin zum Futtern, weil frisch gekocht schmeckt es halt dann doch besser. Und du selber kochst nicht? Nein, ich bin es nur gewohnt für, ich habe 5 Geschwister und dementsprechend bin ich es auch gewohnt zu kochen. Also ich koche gleich viel mehr Leute und dass ich dann 3 Tage lang immer dasselbe esse, das ist dann irgendwie fad. Da fährt man einmal in der Woche zu Mama und muss man sich verwöhnen, kulinarisch. Naja, und von einer Frau verwöhnen lassen? Ja, das gehört dann mehr dann in die eigenen 4 Wände. Ich meinte jetzt kulinarisch. Ach so. Was, du schon, was glaubst du denn von mir? Kulinarisch, kochen, verwöhnen. Nein, wenn du krank bist, ein Tee machen. Nein, kochen tue ich lieber selber. Und wenn ich krank bin, lass mich am besten in Frieden. Weil dann möchtest du eine Ruhe haben. Ja, und schlafen. Magst du einen Tee haben? Dann das brauchst du gar nicht. Trinken. Ja. Hättest du gerne eine Beziehung? Ja, warum nicht? Es ist praktisch, man braucht nicht einen dauernd suchen. Na, und was stellst du so vor? Neben dir sitzen nicht so hübsche Mädels. Sind zu jung, habe ich schon geklärt. Wie alt bist du? 36. Und wie alt soll sie sein? Zwischen 30 und... Naja, das ist mir zu alt, 40. Nehmen wir 36. 36, so alt wie du und ein bisschen jünger. Gut, und glaubst du, dass das Single-Sein in jüngeren Jahren teurer kommt als in älteren Jahren? Also Single im Alter ist billiger als Single? Ja, kann ich mir schon vorstellen, weil die ältere Generation das einfach ganz anders gewohnt ist. Die sind vielleicht jetzt nicht so oft fortgegangen und haben nicht so viel Geld ausgeben können. Mhm. Wir können es vielleicht auch nicht tun, aber trotzdem. Und ja, also ich glaube, das ist einfach der Lebenswandel, dass es jetzt mehr kostet. Genau, dass das Leben mehr kostet. Gut, dann danke, wer weiß, was kommt nach der Sendung. Zu verwöhnen und so weiter. Der Thomas. Wenn wir jetzt schon darüber reden, was teurer ist, Single im Alter. Ilonka kommt jetzt, die sagt, ich bin nicht nur glücklich, sondern auch gesund, obwohl ich allein lebe. Hier ist die Ilonka. Wie lange bist du schon Single? Oh, das kann ich gar nicht mehr zählen, so lang. Schon Jahre. Jahre? Ja. Und wie geht's dir dabei? Ich bin glücklich, schau nicht so glücklich aus. Wunderbar, wunderschön bist du, ja. Ja, danke. Aber das ist so für dich so ein ganz ein striktes, ich will keine Beziehung mehr, warum? Naja, schlechte Enttäuschungen. Mhm. Also, ja. Und ich will mir nicht mehr sagen lassen, punkto Essen, du kriegst nur 3 Stückchen, weil ich will keine bladen Frauen, fängt das einmal an. Boom. Oder in der Früh, ja, das habe ich auch schon erlebt. Oder in der Früh? Ja, oder du musst mit früh aufstehen, musst dann denken, ah, der will sein Kaffee, der will das und das muss immer mal eine gewisse Uhrzeit sein. Der will um 9 Uhr sein Kaffee, der will sein Brot und so. Und das habe ich alles erlebt, das will ich nicht mehr, Barbara. Ich finde das sehr extrem. Ja, also, ja. Das habe ich eigentlich nie so gehabt, auch nicht mit meinem Mann. Ja. Der ist sehr pflegeleicht und was am Tisch kommt, wird gegessen. Und wenn es einmal Würsteln gibt, gibt es Würsteln. Und wenn ich um 6 Uhr ist, ist ich um 6 Uhr und nicht um 7 Uhr oder wie auch immer. Ja, richtig. Ja. Also und das, Frühstück macht er auch meistens. Das macht er auch manchmal. Ja. Gut, also hätte man das mit dem Essen abgehakt. Besprochen, genau. So, jetzt kommt da die Liebe, das Kuscheln. Das geht da auch nicht ab? Nein. Die lachen alle, mir fällt nichts. Warum? Ich habe mein Leben gelebt. So muss,
Und stell dir vor, du wirst munter oder in der Nacht, hörst du am Schnarchen, pff, und das oder das, so gewisse Geräusche, das will ich nicht mehr, Barbara. Oder was? Naja. Da kannst du getrennte Schlafzimmer machen. Das geht in meiner Wohnung aber nicht. Ach so. Das okay. Geht gar nicht. Nein, also mir geht wirklich nichts so, Barbara. Mhm. Ich kann in Urlaub fahren, wann ich will, wo ich will, hin, wo ich, wie ich will. Mhm. Naja, aber man sagt ja, dass das ganze Leben einfach teurer ist. Finde ich nicht. Also Thomas im Publikum hat gesagt, ja. Die Wohnung kann man teilen, das finanzielle. Ja, wenn der Mann was hergibt, das ist immer nicht. Ja. Es gibt Männer, die sagen, wieso ist ja deine Wohnung? Jetzt gibt er nur, was weiß ich, 200 Euro oder 300 und mit denen musst du die Miete zahlen und auch das Kostgeld, damit dem musst du kochen. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ich nicht, aber von Freundeskreis. Sind dann Egoisten. Ja, sind Egoisten, richtig, genau. Und auf das, da bleibe ich lieber allein, da mache ich mit meinem Geld, was ich will, gehe zum Friseur so oft wie ich will, kaufe mir von mir aus. Ja, und was ich will. Und für die Schönheit hast du auch schon was gemacht, gell? Ja, habe ich mir auch schon gemacht. Was denn? Ein Facelifting habe ich gehabt. Ein Facelifting? Aber nicht so, da nicht. Und die Lieder habe ich mir machen lassen. Dass dich da traut hast, du. Aber ich habe es auch noch gemacht, meine Tochter vorher schon hat etwas anderes gemacht und dann bin ich gegangen. Aber nicht halt. Und das hättest du dir vielleicht gar nicht leisten können in einer Partnerschaft? Nein, weil der hätte gesagt, du gefällst mir eh so da, aber dass ich mich da nicht wohlgefühlt habe, dass das schon alles gehängt ist. Der hat gesagt, das ist ein Blödsinn, was brauchst du das? Du gefällst mir so eh. Dass ich mir aber dann selber nicht gefalle. Auf das denkt ja kein Mann nicht. Mhm, okay. Also. Und was hat das gekostet? Ersparen müssen? Naja, da will ich jetzt nicht unbedingt ausholen, warum, von wo ich das Geld gekriegt habe. Ist egal, aber es war so, dass du es dir vielleicht in der Partnerschaft auch nicht hättest leisten können. Hätte man es alleine nicht leisten können. Nicht sparen können, Barbara. Sie war nicht gegangen. Das hat mir circa um die 9.000. Yes. Hast schon was, Aber da war ich Spital dabei, zwei Tage liegen, aber das war es mir wert. Und ich kann jetzt im Spiegel schauen, die schaut frischer aus und es hängt da nichts mehr. Und wenn du zum Beispiel einen Mann an deiner Seite hättest, der Geld hat, dann auch nicht? Also wenn der alles zahlt und dich in seine Wohnung holt, weißt du, was ich meine? Es kann ja die große Liebe noch kommen. Ne? Nein, das glaube ich. Naja, das weiß man aber nicht. Ne? Das also blaust du eine Zeitung und was der? Ich blau sowas mit deiner. Nein, kann ich jetzt nicht sagen, Barbara. Vielleicht oder nicht. Ich bin ein Mensch, ich bin immer selbstständig gewesen. Ich will nichts geschenkt haben. Und glaubst du auch, dass man, wenn man alleine ist, mehr auf sich schaut? Ich schon, also für mich schon. Weil wenn ich einen Partner habe, dann tue ich meinen Partner konzentrieren. Und dann vergiss ich auf mich, das habe ich schon einmal erlebt. Vor allem, du nimmst zu, bist übergewichtig oder die Haare schaust nicht mehr so. Du konzentrierst dich nur am Partner, dass es im Partner gut geht. Ist auch okay. Mhm. Und dann vergisst du ganz auf mich. Und das habe ich schon erlebt und das will ich nicht mehr. Weil ich lebe nur einmal und ich will mir was Gutes tun, aber nicht nur im Partner. Und wenn der Partner mir nichts Gutes tut, ja, dann brauche ich das. Du, und wann war die letzte Beziehung? Wie lange ist das her? Das ist schon lang her. Na, wie alt warst du bei der Scheidung? Bei der Scheidung war ich, glaube ich, 22. Aber danach hattest du schon noch... Ja, aber schon Beziehungen gehabt, die haben immer meistens nur ein Jahr gedauert. Das war immer so lustig. Ne? Sprunghaft. Ja. Aber nein, nicht von mir aus. Es ist interessant. Du tickst ganz anders wie die Anni. Ne? Ja. Die Anni hat sich quasi nicht nur einsam nicht gefühlt, auch das Finanzielle hat sie zu spüren bekommen als Single. Und du teilst dir das ganz anders. Ich bin auch Pensionist und gehe nebenbei jetzt auch was arbeiten. Also ich kann ihr Leben ein bisschen was ich nebenbei arbeite. Und mit Pension kann ich mir ein bisschen was auf Zeiten legen, von den spare ich. Und dann fahre ich wieder fort. Auf nicht? Urlaub und so? Ja, immer nach Kalabrien. Nicht? Ich bin erst jetzt am Samstag von Kalabrien gekommen. Okay. Und da leiste ich mir ein 4-Sterne-Hotel, das kostet über 1.000 Euro und das ist halt mein Luxus dann. Nicht? Naja, vielleicht stimmt das eh so, wie du sagst. Oder Sascha, der jetzt kommt, sagt auch, das Leben alleine kostet nicht mehr als zu zweit. Hier ist der Sascha. Sascha, wie lange bist du schon Single? Also ich habe jetzt einmal gesagt, ich bin immer mehr als 7 Jahre Single. Meine Freundin hat mir es nachgerechnet. Also ich bin jetzt schon 13 Jahre Single. Macht er nicht. Wieso hast du dich so agiert? Ich weiß nicht, ich habe das immer so dahin geredet und die Zeit vergeht und vergeht. Und jetzt sind es doch schon 13 Jahre. Und warum? Also einmal, ich bin in der Dienstleistung, berufstätig, das heißt am Wochenende. Gelernter Kellner. Ich würde sagen, das macht viel aus. Mhm. Ja, und sonst war die Richtige noch nicht dabei. Na, und das Leben an sich, sagst du, ist nicht unbedingt teurer, wenn man allein ist. Muss nicht sein, nein.
nehme mir ein paar Sachen vor. Ja. Ich war jetzt beim Nova Jazz in Eisenstadt. Das nehme ich mir dann vor und plane das vorher, 2 Monate vorher schon vielleicht. Und das ist nur ein kleiner Event und bin nicht jedes Wochenende unterwegs oder so. Und ich sage, weniger ist mehr. Du hast eine Wohnung, du hast ein Auto. Ja. Das hättest du auch, wenn du in einer Beziehung wärst. Richtig. Aber in einer Beziehung würde dich vielleicht sogar irgendwas mehr kosten. Du müsstest dich vielleicht einladen oder doppelt einkaufen zum Essen, also mehr einkaufen. Das ist eine Ausmachungssache, glaube ich. Mhm. Ich würde einmal, wenn ich wen triff, gerne einladen am Anfang, aber sonst würde ich getrennte Rechnung machen. Nein, das war nichts. Entweder ich bin zusammen und wir haben ein gemeinsames oder... Ich als Frau hätte sowieso weniger verdient wie er. Und wenn er seine Dienste macht und dann das Dreifache hat, und wieso soll ich dann auch noch zahlen, wenn also das sicher nicht ganz sein. Mhm. Und wenn zu mir ein Mann kommt und sagt, naja, einmal zahle ich dir das, aber jetzt bist du dran. Nein, das finde ich, da bin ich eher noch die alte Schule. Ich finde, ein bisschen gehört schon. Aber der Maximilian wird auch nicht zahlen, immer, einmal. Na, irgendein Scheit muss. Du eins. Das ist ja klar. Naja, das ist ja das, was ich sage. Wir haben eine gemeinsame Kasse, wir haben ein Konto. Ja. Und da wird von diesem Konto, da kommt mein Geld genauso eine, und von dem Konto wird alles bestritten. Mhm. Aber wenn ich jetzt wenn wir in einem Lokal sind und essen sind oder sonstiges, ja, dann ist mir schon lieber, er macht das Geld bei's Lauf und zahlt, obwohl es unser gemeinsames Geld ist. Ja. Mhm. Ich finde, das ist einfach. Ja, ich bin da noch von der alten Schule halt. Ne? Ja, aber und ich glaube, es gibt da nicht wirklich Frauen, die sagen, ich will das nicht, ich mag das selber, ich habe selber mein Geld. Und das irgendwo, glaube ich. Es gibt Frauen, die das durchaus beeindruckend finden, wenn man sie nicht pausenlos einlädt. Ja, ja. Ist früher auch so viel über Geld diskutiert worden? Ich glaube nicht. Nein, gell? Da war das einfach so, der Mann hat gezahlt und ja. aus. Ja, genau. Und der Mann also hat es ist schon jetzt ist Geld immer so ein Thema. Ja, aber Barbara, ich glaube, man kann es nicht... Entschuldigung. Ich glaube, man kann es ja gar nicht mehr vergleichen. Die Generation nach dem Krieg, die hat ja keine Möglichkeit gehabt. Der Mann ging arbeiten, die Frau war zu Hause, hat den Haushalt geführt, hat die Kinder erzogen. Die Kinder waren dann geordnet und reif fürs Erwachsenenleben. In der heutigen Zeit will jeder Karriere machen. Einer will den anderen übertrumpfen, die Kinder bleiben auf der Strecke. Dann kommt die Scheidung und dann werden die Kinder hin und her gestoßen. Verdient die Frau mehr wie der Mann? Pocht sie den Mann an, was er verdient? Umgekehrt habe ich es aber auch schon erlebt. Also ich finde, wenn man alles in der Kasse schmeißt und das gemeinsam zahlt, da gibt es kein Problem nicht. Mhm, mhm. Ja, ja. Na, aber jetzt reden wir nicht ums Geld mehr, sondern, also jetzt im Moment, sondern wie ist das mit der Gesundheit? Also bist du jemand, Sascha, der eine Partnerin braucht, weil es dir nicht gut geht, wenn du alleine bist? Also ist es ungesund, das Single-Sein? Ich bin auch gelernter Koch. Ich habe einen Ernährungslehrer gehabt in der Schule. Ich kann kochen, ich kann bügeln, ich kann waschen. Mhm. Ich kann mal meinen Dreck austragen. Du kannst alleine leben. Ja, genau. Ja. Ich glaube, auch sauber leben. Ja. Auch Körperpflege, glaube ich, ist für einen Mann heutzutage kein Thema. Würde ich sagen nicht, dass ich ungesünder lebe. Natürlich hat man Phasen, weiß ich nicht, nach einer Trennung vielleicht mehr fortgehen. Chips, Cola etc. Kommt immer auf die persönliche Einstellung auf. Aber oft ist es so, dass man in der Beziehung zunimmt. Habe ich auch schon gehabt. Ja, wenn man sich so ein bisschen gemütlich vom Fernsehen kuscheln und dann... Ich bin in einer Beziehung dünner geworden, dicker geworden. Aber das mit dem Ungesunden habe ich, auch das habe ich gemeint, aber auch das Faktor Liebe und Kuscheln und man fühlt sich halt, was die Anni gesagt hat, sie war das, halt so das allein. Das ein bisschen, ne? Und man kann sich das schon woanders auch holen, aber das ist ja dann nicht das Echte, das Wahre, was einem wirklich... Natürlich, ich habe nicht gesagt, dass ich immer Single bleiben will. Ich habe nur gesagt, ich bin ein Langzeit-Single. Ja, okay. Aber das geht da nicht ab, also mit jemandem reden. Oh ja, natürlich. Mhm. Oh ja, das geht mir schon das ab. Das geht da schon ab, ja. Na, und wo fischst du? Also ich meine, in welchen Gewässern? In verschiedenen, muss ich sagen, jetzt in letzter Zeit. Auch online gefischt. Okay. Erfolgreich? Kennengelernt, ja, aber... Da hört man dies und das. Ja, habe ich dann wieder lassen. Ich hoffe, ich habe mich überall erfolgreich wieder gelöscht. Okay. Und jetzt sind's da. Ja. Oh je. Und würde vielleicht wieder sagen, normal beim Fortgehen im eigenen Freundeskreis
vielleicht auch mit Leuten, die man schon kennt, mhm, unterwegs sein, hat man vielleicht mehr Erfolg. Mhm. Was stellst du dir vor? Also gleichaltrig oder jünger, würde ich mal sagen. Okay. Familie, noch ein Thema? Familie, fast kein Thema mehr, mhm, würde ich mal sagen. Das wäre dann schon so grenzig. Mhm. Ja, außer sie hätte schon Kinder. Natürlich, ja, natürlich. Mhm. Ja, passen. Also, was hast du für Hobbys? So schwer. Was ist so schwer? Man braucht dann aus dem Haus gehen und schauen. Ja, wenn die anderen nicht alle in ihr Handy-Display schauen würden, ja, würde man auch ein bisschen mehr kommunizieren. Können, ja, ja. Hobbys, ich weiß nicht, ich bin gern draußen, habe mein eigenes Kanu, da Kanu fahren, mhm, bin gern am Lagerfeuer, mhm, tue aber gern lesen, geht gern auf Konzerte. Okay. Cooler Bursch. Mhm. Mich vielleicht kommt sie jetzt schöne, zusammen. Schöne Abend. Ja, ein Spätouting wäre das dann. Ne? Genau. Gehst du auch gerne in die Oma? Möchte ich. Möchtest du? Ja, ist klar. Gute, ja. Gute, ich guter nicht Tipp für Single sein. Schon, ja, gell? Ja, da ist Sex and war. Crime, ja, Liebe, ja, und Leidenschaft. Nein, aber auch die Operngäste, also die, ja, Opernbesucher sind ja auch spannende Menschen. Also das, absolut. Ne? Ja, und dann kommt man Opern sich auch näher. Genau, ja, wenn man kurz. Oh. Ja, genau. Also, da hat man nicht wirklich, ja, Platz, ja, zum Umfallen, weil es sehr gut besucht ist. Was stellst du dir vor? Was stelle ich mir vor? Erwartungshaltungen sind immer schlecht. Erwartungshaltungen, ja, wenn man sich viel erwartet, dann wird man meistens enttäuscht. Also, ich bin offen für alles. Und schau einfach, jetzt lebe ich mein Leben. Ja. Und jetzt brauchst du bald einmal Zeit für dich auch. Ne? So ist es. Ja, ja, ja. Während der Sascha, du hättest schon Gas geben können, ne? Immer nach 13, ja, Jahren Single da sein. Ja, richtig. Cool, bewundert. Du würdest ja schon was tun, ne? Ja. Naja. Gut, Fritz kommt jetzt noch. Der hat eine interessante Lebenseinstellung, weil er sagt, ich lade Frauen prinzipiell nicht ein. Auf diese Weise spare ich nämlich viel Geld. Hier ist der Fritz. Ich glaube, 80% der Frauen werden dich jetzt dafür hassen. 20% werden sie denken, wurscht, ich zahle selber. Die 20 finde, ja, ich toll. Schau da an, ja. Das sage ich jetzt einfach mal so, ohne zu wissen, welche statistischen Zahlen sich dahinter verbergen. Wie war denn dein Leben früher und wie ist es heute? Früher als in der Beziehung. Ja, hatte ich um 8 Kilo mehr. War nicht so gut trainiert wie heute. Und in einigen Bereichen sicher glücklicher, in anderen weniger glücklich. Also optisch hast du dich zum Vorteil verändert? Durchaus, ja. Das geht so weit, dass du dich vor den Spiegel anschaust und sagst? Ich steh in der Früh auf, um 6 Uhr, mache eine halbe Stunde Gymnastik, Bauchmuskeltraining, Rücken, Schulter. Und dann, wenn ich ins Bad gehe, denke ich mir, klasse. Gut. Der Tag beginnt gut. Du siehst gut. Super aus. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Und in welchem? Das hat aber nichts jetzt mit, ich weiß nicht, Chauvinismus oder was zu tun, sondern einfach. Du kannst stolz drauf sein, ne? Also wenn du jetzt auf dich schaust und hast die, ja, Ernährung umgestellt? Ja, auch die Ernährung habe ich umgestellt. Was machst du anders? Wenn ich dann geduscht bin und fertig bin, frühstücke ich einen Apfel-Ingwer-Shot, also einen Smoothie. Und esse überhaupt sehr viel Gemüse, kaum Kohlenhydrate, Fisch. Und in welchen Bereichen warst du früher glücklicher? Amore. 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 Sì. Mhm. Claro. Naja, von nichts kommt nichts. Ne? Jetzt, wenn du dich auf die Suche begibst, wenn du eine Frau kennenlernst, wenn du mit ihr essen gehst. Ich suche nicht, ich lass mich finden. Gut, wenn du gefunden wirst, wenn du mit ihr essen gehst und wenn der ganze Abend super verlaufen ist, spätestens beim Moment des Zahlens kommt die Wahrheit ans Licht, dein Charakter. Naja, Moment. Jetzt muss man aber unterscheiden. Wenn ich mir mit einer Frau was ausmache und sie ausführe, dann lade ich sie wohl auch ein. Aber wenn ich jetzt weggehe und dann lernt man Frauen kennen und dann geht es nur darum,
Und das merkt man, glaube ich, also ich habe das Gefühl, dass ich das sehr rasch merke. Da geht es dann darum, eingeladen zu werden. Also da bin ich eher derjenige, der sich zurückzieht. Darf ich kurz fragen, vertut man sich da nicht vielleicht eine Chance, wenn du jetzt jemanden triffst, egal in irgendeinem Lokal oder wo du halt gerade bist, da weiß man ja jetzt nicht, jetzt lernst du, siehst du jemanden und sagst, gehen wir auf einen Kaffee und dann, glaubst du, dass die Frau jetzt darauf aus ist, dass sie den Kaffee zahlt kriegt und wenn du jetzt sagst, na, du zahlst dir das selber, vertust du vielleicht eine Chance, weil die Frau denkt sich, na, um Gottes Willen, ist der zahlt mir nicht einmal den Kaffee, das kannst du dir gleich anhageln. Also da glaube ich schon, dass eine Frau wie ein bisschen hofiert werden, ein bisschen... Genau. Und ich mein, ja, ja, genau, weil er sagt, gehen wir auf einen Kaffee. Frau Peters hat mir den Kaffee eben, ja. Genau. Ja. Oder zum Essen gehen oder egal jetzt was. Ich weiß nicht, hat das Einladen was mit Charmantsein zu tun? Schon. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und der sagt, machen wir uns einen schönen Nachmittag oder genau. Abend, ist ja wurscht, gehen wir was Kaffee trinken oder gehen wir dann essen und dann muss ich selber zahlen. Dann denke ich mir schon, da hoppala. Da gebe ich dir schon recht, Anni. Die Frage ist, wenn du jetzt in einem Lokal stehst als Mann und neben dir steht genau, eine Frau oder zwei Frauen und man kommt ins Gespräch und dann geht es eigentlich nur darum, hier zu zahlen. Das ist wieder anders, ja. Das ist wieder ein bisschen anders, ja. Zurückzieht. Ja, okay. Genau. Das habe ich jetzt ein bisschen anders gesehen. Ich habe gedacht, wenn du jemanden kennenlernen willst irgendwo und du sagst, jetzt gehen wir auf einen Kaffee. Und das habe ich jetzt ein bisschen anders gesehen. Auch wenn's in einer Partnerschaft bin ich jetzt nicht derjenige, der herumgeizt. Absolut nicht. Also Geld war nicht das Problem. Das ist dann ein bisschen anders, nein. Also wobei ich auch der Meinung bin, Frauen wollen die Emanzipation und das finde ich richtig. Aber die Emanzipation kann ja jetzt nicht so sein, dass der Mann demanzipiert wird. Sondern dass es eine Gleichberechtigung darstellt. Und im Sinne einer Gleichberechtigung finde ich, dass man dann beide... Worin äußert sich das, dass der Mann demanzipiert wird? Naja, die Bewegung geht ja schon sehr dahin, dass der Mann in seinen Rechten jetzt sehr stark hinuntergedrückt wird. Das zum Beispiel? So das Gefühl. Wo zum Beispiel? Fällt mir jetzt nichts konkret. Ich glaube, das Empfinden sind nur das sind, so. Das sind Gefühle. Mhm. Weißt du? Einfach so vielleicht, weil die Frauen so stark werden, dass du das Gefühl hast, dass weil die Frau halt das sagt, was will. Ich glaube schon. Ich glaube, er meint auch, dass das halt einfach vom Mann sehr viel verlangt wird, ja, also sehr viel Leistung zu erbringen, das und jenes im Haushalt mithelfen, bei den Kindern. Du sollst aber auch ordentlich Geld nach Hause bringen, super ausschauen und so. Also die Erwartungshaltung. Ja, aber weißt du warum? Weil die Frau genauso arbeiten geht heute und genauso alle schupfen muss. Und da muss man auf gleicher Augenhöhe sein. Das ist absolut, das ist absolut. Und dann ist es okay. Ja, darum sage ich ja, Baby, die nächste Runde geht auf dich. Ja. Vielleicht haben sie die Frauen da kommen wir jetzt teilweise, ich sage, Quoten und so weiter. Wenn es gut nur verdient. Finde ich ja. Aber vielleicht haben sich die Frauen schneller emanzipiert, als es dem Mann lieb ist. Oder dass er halt nachkommt, ne? Okay. Naja, wie auch immer. Aber es gibt einen Frauentyp, den du nicht magst. Gell? Wer ist das? Das sind so die Damen, die halt mit denen man ausgeht und wo es dann um wirklich nur mehr ums Geld geht. Das ist etwas, was ich eigentlich... Also wie, mit denen gehst du aus und die steuern zu bestimmten Luxusgeschäften und wollen dann ein Täschchen haben? Habe ich schon erlebt, ja. Wirklich? Ja. Wie machen die das? Die sagen dann, kauf mir das Taschchen. Nein, das ist aber sehr schön und hier und da und dort. Und sind aber nicht alle Frauen. So. Na gut, Maximilian, was haben wir gelernt? Was haben wir gelernt? Ja, du hast ja vorher gesagt, wie hast du gesagt? Ich habe was gelernt. Okay, die große Katharsis der Show beginnt jetzt. Ja, schon. Ja. Wie hast du gesagt, gleich am Anfang hast du gesagt, was dich erwartet und und du bist jetzt hier und das hättest du nicht gedacht. So. Ja. Und jetzt ist das, wir sind jetzt wieder am Ende angelangt, also noch nicht ganz, aber in wenigen Augenblicken. Okay. Hast du was mitgenommen für dich? Ja, interessante Leute. Eine neue Situation. Ja, schauen wir mal. Ich meine,
ich weiß nicht, ob ich es in irgendeiner Form so machen würde oder so leben würde, wie es jetzt hier einer meiner Mitgladiatoren hier macht. Ja. Aber ja. Das also, ergibt sich dann eben. Ja. Also ich bin bei jedem ein bisschen dabei. Ja. Also er braucht eine Frau nicht, die für ihn kocht, putzt, wäscht. Ja, na, das und kann er sein. Ja, ja. Sie ist allein am besten, ist voll in Ordnung. Mhm. Die zwei haben sich gefunden und ich bin wirklich voller Respekt. Und, danke. Und, ja, eine schöne Geschichte. Ja. Eine tolle Sache, ja, super Sache. Der Zufall. Und dass ne? er jetzt einfach sich... wieder besser finde. Fühlt und selbst okay. findet und auf sich schaut, absolut in Ordnung. Und hat der Fritz schon gesagt, was er sich vorstellt? Du willst gefunden werden, das wissen wir jetzt schon. Nee, also aber ich, wer soll dich finden? Ja, also... aber... ich soll dich finden? Ihr seid der Maximilian, musst du mit Maximilian nicht wechseln. Bist du schon. Machen wir es so raus. Dann muss ich sich jetzt überlegen. Meine Lieben, zumindest... Der Gladiatoren. Ja, genau. Eins, zwei, drei Single-Männer haben auf der Bühne. Ilonka... ist nicht zu haben. Auch nicht, wenn der Prinz am... Der Mr. Right. Schimmel, daher kommt. Momentan nicht. Vielleicht. Ah, ja, okay. Na, schau. Ja, vielleicht. Schenkt natürlich vielleicht, habe ich gesagt. Na gut. Genau, okay. Nächste, dankeschön. Single sein ist teuer und ungesund, wie wir heute gehört haben. Ist das Single-Dasein vielleicht ungesund und vielleicht auch teuer, hat aber nicht nur Nachteile. Also einen Riesenvorteil sehe ich nämlich in einem. Man hat die Hoheit über die Fernbedienung und kann sich in aller Ruhe von Montag bis Freitag um 16 Uhr die Kali-Show anschauen. Servus. Ihr Leben wäre anders verlaufen, hätten sie damals einfach nichts gesagt. Sie sind überzeugt, manchmal ist es besser, etwas zu verschweigen. Erzählen Sie uns Ihre Gründe.